Die schwarze Seele Thüringens kommt am Supermarkt Samstag. Was das für ein Bier ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, hallo, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid auch gut in den Samstag gestartet, so wie ich. Heute ein bisschen später, ich habe tatsächlich wieder mal Gartenarbeit gehabt und musste dann auch noch einkaufen. Beim Einkaufen ist mir allerdings dann tatsächlich heute das heutige Bier über den Weg gelaufen. Das Köstritzer Schwarzbier und kommt aus Bad Köstritz in der Nähe von Gera und ist tatsächlich sowas wie die schwarze Seele des Ostens. Seit 1543 wird dieses Bier gebraut oder wird in Köstritz gebraut. Das Schwarzbier weiß ich gar nicht, ob das schon so lange gebraut wird. War damals die Köstritzer Erbschenke und 1806 hat Kaiser Franz II. Dann die Grafen Reuß, die 1696 so um die Brauerei damals übernommen haben, hat er in den Fürstenstand erhoben und damit wurde aus dem Köstritzer Brauhaus dann das fürstliche Brauhaus zu Köstritz. Die Brauerei hat 1811 ungefähr 6400 Hektoliter schon produziert und sie so in der erweiterten Region, also Magdeburg, Frankfurt, Berlin, Dresden, so in diesem Dreieck, Viereck, Sechseck dann vertrieben und war eine Brauerei, die stetig gewachsen ist. Also hatte mal so ihre Hochzeit also schon in der Neuzeit natürlich, mit irgendwas so 870.000 Hektolitern, ist glaube ich aktuell irgendwo wieder bei 700.000 und war immer ein sehr beliebtes Bier, insbesondere im 19. Jahrhundert. Otto von Bismarck und auch Johann Wolfgang von Goethe gibt es immer wieder Berichte darüber, dass die Köstritzer Bier, vermutlich aber auch Schwarzbier getrunken haben. Schwarzbier war halt immer eine Marke neben auch anderen Bieren. Also man hat Pilz damals auch in Köstritz gebraut. Und in der Neuzeit macht man auch Kellerbier, Pale Ale. Ist natürlich alles dadurch gekommen, dass man 1991 von der Bitburger Brauerei, also relativ kurz nach der Wende, übernommen wurde. Seit 1948 war die Brauerei ja volkseigener Betrieb der DDR, Schwarzbierbrauerei Köstritz. Man hat aber tatsächlich, und das war halt auch eine Besonderheit dieses VEBs, man hat das Bier in die Bundesrepublik Deutschland exportiert, um natürlich an der Stelle auch Devisen zu bekommen. Mittlerweile hat das Köstritzer Schwarzbier bei den dunklen Lagerbieren einen Marktanteil in Deutschland so um die 30% und ist tatsächlich das beliebteste, bekannteste, meistgetrunkene dunkle Lagerbier. In Deutschland wird auch in 57 andere Länder exportiert. Also kann mit Fug und Recht sagen, ein richtiger Erfolg. Wenn jetzt die Frage kommt, was ist der wesentliche Unterschied zwischen einem Köstritzer Schwarzbier und einem Stout? Kann ich sagen, Stout ist ein obergäriges Bier, Köstritzer Schwarzbier ist ein Lagerbier. Und damit wäre der wesentliche Unterschied mal erklärt. Das sind in Wahrheit dann zwei völlig verschiedene Bierstile. Werfen wir noch einen Blick auf die Bottle Cap. Ansonsten kann ich euch sagen, das Bier hat 4,8 Volumensprozent. Auch das sicher ein Unterschied zu so manchem Stout. 11,4 Grad Plato und 22 Bittereinheiten. Also ist da aber der Bittere auch sehr gemäßigt. Wir gehen das Ganze mal an und schenken uns dieses Bier ein. Und wir sehen schon, wir haben ein schwarzes Bier. Überraschung! Nein, aber es ist tatsächlich ein schönes, dunkles, schwarzes Bier. Ist auch im Wesentlichen blickdicht, so an den Rändern schimmert so ein bisschen ganz rubinrot raus. Man hat einen Schaum oben drauf, der so, anderthalb Finger breit, fein, cremig und mit ein bisschen, man kriegt ihn dann schön ans Glas gehängt, wenn man so das Glas ein bisschen bewegt. Jetzt lassen wir mal die Nase, mal die Experimente machen. Ja, und das ist vielleicht für viele schon so die erste Überraschung auch. Es ist gar nicht so ein extrem aromatisches Bier. Also es hat so natürlich röstmalzige, karamellige, brotige Noten. Aber insgesamt ist das ein sehr dezentes Aroma bei dem Bier. Aber ich weiß das. Ich
habe das schon lange nicht mehr getrunken, muss ich auch fairerweise sagen. Und ich war mal in Köstritz, das muss so um 2001, 2002 gewesen sein. Waren dann in Erfurt noch, am Karat, haben wir live gesehen in einem Clubkonzert. Das war sehr lustig. Für die alle Karat waren, die mit über sieben Brücken musst du gehen, bevor es Peter Maffay dann gecovert hat. Ja, in diesem Sinne. Cheers. Und auch da, man erkennt sofort den Unterschied zwischen einem, jetzt beispielsweise Stout und dem Schwarzbier. Schwarzbier hat so dieses typische Lagerbier-Mundgefühl, wohingegen Stouts ja dann doch sehr vollmundig daherkommen. Das ist deutlich schlanker, hat natürlich eine schöne Röstaromatik. Karamell haben wir wieder mit dabei. Ein bisschen dunkle Beeren, ein bisschen Kaffee auch. Und eine sehr, sehr dezente Bittere. Also die ist wirklich mit ihren 22 Bittereinheiten irgendwo im Hintergrund angesiedelt. Ich überlege jetzt gerade, bilde ich mir das ein oder ist da so eine ganz leichte, wirklich so eine minimale rauchige Note drin? Vermutlich ein bisschen Einbildung dabei. Aber hat wie gesagt eine schöne Röstaromatik, leichte Frucht, wieder diese dunklen Beeren mit dabei, aber im Körper her ein ja doch mittlerer Körper, schöne, dezente Kohlensäure, sehr ja, gemäßigt an der Stelle, schöne cremige Textur und hinten raus im Nachtrunk ist es dann ein bisschen dunkle Schokolade, leichte, angenehme Bittere und ein bisschen Röstmalzigkeit. Es ist auch immer so eine schöne Balance zwischen so einer ganz leichten Süße, die irgendwo sich mal durcharbeitet über die doch viel verwendeten Malze, aber es ist dann am Ende des Tages eben in einer herrlichen Balance und das macht dieses Bier tatsächlich zu einem sehr, sehr gut trinkbaren Bier. Und ich muss mich echt nochmal bei euch bedanken. Ihr habt euch das regelmäßig gewünscht und ich habe es regelmäßig vergessen, mir mitzubringen. Heute ist es mir ins Auge gesprungen und gesagt, machen wir sofort. Und deshalb gibt es von ProbierTV 4 von 5 möglichen Punkten für das Köstritzer Schwarzbier, die schwarze Perle Thüringens, beziehungsweise ja, eine der bekanntesten Brauereien des ehemaligen Ostens. Und ja, ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr mir andere Bierspezialitäten aus der Köstritzer Brauerei empfehlen könnt, beziehungsweise eure Geschichte mit dem Köstritzer Schwarzbier vielleicht mal erzählt. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.